Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, im letzten Part haben wir ja die Ranelle-Mine, oder das Ranelle-Steinwerk in dem Fall, abgeschlossen. Und haben unter anderem auch von Zelda die Lyra bekommen. Sehr schön kann man spielen. Ich habe zwar keine Songs und keine Lieder dafür, aber spielen kann ich wie ein Großer. Ja, und auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, dass wir uns heute Richtung Siegelhain nochmal begeben. Weil wir müssen ja mit der wie heißen die? Die Hüterin. Die Hüterin unten im Siegelhain. Mit der müssen wir ja uns unterhalten. Deswegen würde ich sagen, nicht an Schnaggeln, let's go. Weil viel machen kann ich momentan sowieso nicht. Viel Geld habe ich auch momentan nicht. Deswegen geht's mal ganz schnell Richtung Siegelhain. Ich würde sagen, dieses Runterfallen ist schon ganz geil, irgendwie. Ich mag dieses Runterfallen. Was will der denn? Bardo, Louis, Hilfe! Was willst du denn hier unten, Junge? Aua, aua, aua. Mir tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Louis? Wow. Was waren das für winzige Vögel? Und was? Was ist das da? Aber wie? Wer? Wieso? Wo? Wo bin ich hier? Was ist hier geschehen? Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich hab mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du es? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nicht sein, oder wie war das? Alles gut, Digga. So ganz komme ich nicht mit bei dem, was du da erzählst. Ist Zelda nun in Sicherheit, oder was? Ja, soweit es geht. Gut, sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut. So ein Glück. So, Louis. Hier ist eigentlich ja ganz nett. Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Badonien. Bitte was?
Nein! Was sagst du da, Louis? Du meinst also, dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo sie sich da aufhält? Hm, alles klar, Louis. Du hast deinen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt ab werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenhort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird ja sagen und wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnung mehr machen. Ich gehe dann jetzt mal zur alten Frau. Ich gebe dir 10 Minuten. Viel Spaß am Leben, Louis. Zehn Minuten. Mehr gebe ich ihm nicht. Hallo. Hey. Ha, da bist du ja wieder. Und in Eile wie immer, habe ich recht? Mir geht es da ähnlich. Ich bin noch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Soll ich etwas davon erzählen? Mach mal ruhig. Na, dann hör jetzt gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen, die auf schöne Klänge reagieren. Willst du mehr dazu hören? Ja. Das höre ich gerne. Du bist ein echter Abenteurer. Doch bevor ich dir von Wänden und Statuen erzähle, sag mal, kennst du den Himmelsfalter? Nein. Der Himmelsfalter ist ein wunderschöner blauer Schmetterling. Und da er nicht nur schön, sondern auch sehr robust ist, kann er in beinahe allen Umgebungen überleben. Du kannst ihn mit Sicherheit auch hier in der Gegend finden. Ich glaube, ich habe sogar einen. Oder zwei. Den alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Beinahe scheint es, als wüssten sie um deren Besonderheit. Willst du mehr dazu hören? Ja. Was interessiert dich? Die Statuen. Den alten Schriften zufolge bewegen sich diese Statuen, derweil sie mysteriöse Botschaften aussprechen. Es sind für wahr sprechende Statuen. Soll ich dir mehr erzählen? Ja. Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit. Aber beim nächsten Mal kann ich dir mehr darüber sagen, versprochen. Denn erzähl doch was von den Wänden. Den alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelswörter in den Wänden. Ja, wissen sie, Besonderheit. Ja, will ich. Jetzt die Wände. Den alten Schriften zufolge hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie findet. Und angeblich kommt das, was die da sich wünscht, dann aus den Wänden herausgesprungen. Man nennt sie die Wände der Göttin. Willst du mehr erfahren? Ja. Ja, also da bin ich auch noch nicht ganz so weit, ne? Beim nächsten Mal aber definitiv, ne? Ja, passiert. So, wo genau sind wir denn? Ach, wir sind hier. Also ich gehe jetzt noch nicht gleich direkt zur Villa, ne? Zur Villa sage ich schon, zum Ding. Ah, das war die Abkürzung hier raus. Okay, alles klar. Na gut, dann gehe ich doch gleich hoch. Vielleicht kann mir ja die Umi sagen, was so schönes los ist. Was soll das denn heißen? Na los, sag das noch mal. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sollte ich sonst hier sein, hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder. Natürlich kannst nur du allein Zelda retten. Ja, klar. Louis. Lächerlich.
Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Louis, hast du Zelda gefunden? Und sie hast du also auch getroffen? Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat. Du musst dir ihre Kräfte zunutze machen. Also Louis, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ja. Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Ja. Keine Sorge. Ich kann es dir beibringen. Zuerst solltest du X drücken, um die Lyra in die Hand zu nehmen. Achte auf meinen Haarschmuck und spiele schneller. Sehr schön gespielt. Machen wir weiter. Versuche jetzt im selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Disco. Denise, oh. Didi und Schallplatte. The Rocking Luras. Du hast die Hymne der Göttinnen gelernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Wo kommt das denn her? Die Lyra, die du da hast. Das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art. Die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Louis, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde. Aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Wir reden später, Louis. Du musst schnell nach draußen. Auf den Grund des Siegelhains. Darf ich vielleicht mal auf Klo? Oder woanders hin? Vielleicht so weit weg? Du
Was ist das? Die Erde! Sie bebt! Ah, ein Erdbeben! Louis schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Okay. Yay! Ich meine, wo ist auch mal das Scheißding, ne? Dunkelheit breitet sich aus. Hi. Der Verbannte. Oh. Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt musst du erstmal dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Und das mache ich jetzt, indem ich einfach renne wie blöde? Ja, fress Bomben. Oh, das ist glaube ich wirklich Sinn der Sache. Das hätte ich persönlich nicht gedacht, dass das wirklich Sinn der Sache ist, mit den Bomben zu arbeiten, aber okay. Die explodiert so langsam. Jetzt habe ich keine mehr. Wächterin, haben Sie irgendwie noch andere Ideen? Weil ich gerade nicht mehr. Ich bin einfach lost. Ich bin genauso lost wie überall. Kann ich einfach. Ah, Leute, das geht auch, okay. Ach, da ist noch eins. Okay, ich hätte einfach die Dinger einfach angreifen können. Gut zu wissen. Warum verrät mir denn keiner sowas sofort? Ha!
Okay, ich bin einfach nur komplett verwirrt, was ich machen soll. Kannst du mal bitte nicht? Okay, ich hätte einfach viel früher anfangen sollen. Viel, viel früher. Und ich mach's ja selbst mit Bomben, ich Idiot. Dass er jetzt schon fast oben ist, ist natürlich sehr unglücklich. Aua. Gib her den Ziel. So, jetzt dasselbe Spiel wie eben gerade, okay. Aber jetzt bewegt er sich wieder schneller hoch. Ist doch irgendwo ein... Irgendwo doof. Scheiße. Hätte man einfach sagen können, dass man das so machen muss? Jetzt komm ich nicht mehr ran. Scheiße. Muss ein bisschen schwer ran, dann so rum. Und wieder platt getreten. Toll. Bleib mal hier bitte. Fall um. Fall? Obst? Aber ich glaube, es ist jetzt gleich vorbei. Er ist viel zu weit oben. Er ist viel zu weit hier oben. Doch, das ist ganz knapp. Ganz knapp geklappt. Kleiner Leuchtturm. Ein Glühwürmchen. Ein strahlendes Glühwürmchen. Okay. Los, Louis. Lenke den Himmelstrahl auf den Siegelstein. Schnell! Ching, ching, ching. Ja.
Was soll ich? Ich kann. Okay. Ich wusste nicht, was ich machen soll, aber ich habe irgendwas gemacht. Keine Ahnung. Irgendwas. Irgendwie. Keine Ahnung. Oha. Sehr gut, Louis. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Boah, man tut das so gern, gell? Die Bestie ist der Verbannte. Ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer. Die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Louis. Es gibt viel zu bereden. Wir haben ja Zeit, ne? Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Firon, der Vulkan Elden, die Wüste Ranel. Du musst die an diesem Ort verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text des Liedes kennt. Es tut weh, es zugeben zu müssen. Aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ich glaube, es ist ihm egal. Geh nun, Louis. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Kriegen. Aber das in der nächsten Folge. Was hast du noch zu sagen? Die Hymne der Göttin. Ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiter-Zeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%.
irgendwie doch klar, oder? Aber kann ich jetzt halt hier Zelda spielen? Okay, wir können rumklimpern. Das ist schön. Oh, Bomben. Die hätte ich vielleicht vorher mal gebrauchen können. Ich meine, gut, ich habe natürlich auch den ein bisschen falsch attackiert, sag ich mal. Oh, warte mal, gab es denn nicht irgendwo Tierchen zum Ausbuddeln? Zum Mitnehmen? Aber gut, das Geld kann man immer gut gebrauchen, ne? Jimmy die Grille. Du hast einen Pyrohüpfer gefangen. Schwärme dieser Insekten fallen alle 10 Jahre über das Land her und vernichten die komplette Vegetation. Toll. Sachen, die man hören will. Wir machen erst eine Pause. Wollte gerade jemand was sagen? Nee? Gut. Ja, wir bleiben erstmal hier sitzen. Und ich sage damit, danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin und ciao, ciao.